Was ich abschließend immer empfehle, geht geschwind die Zähne anschauen. Das Hundebaby hat jetzt eine perfekt schöne Schere, schön durchblühtes Zahnfleisch. Das heisst auch keine Blutarmut vorhanden. Wenn es einen Hungerschock hat und man hier drücken würde, wäre das Zahnfleisch ganz weiss. Und dort ist auch immer eine Kontrolle. Ihr könnt schauen, ob euer Hund gesund wartet. Ihr könnt dort den Hang noch einmal geschwind hinten dran haben. Merci. Das verleidet sie gerade, weil vor Energie wollte ich vorher fast fertig machen. Das hat sie schon gespürt, ist mir jetzt da in die Zähne gekommen. Jetzt beim Mundzahn ist auch wichtig, dass die Reisszähne nicht zu früh gezogen werden, aber auch nicht zu spät. Da dürft ihr euch immer an mich wenden, dass ich ihnen sagen kann, ob es jetzt noch ist zum Ziehen oder nicht. Die können auch einem Tierarzt vertrauen. In der Regel die sind sie einfach viel zu früh schon rausziehen, weil dort Zwerghund fängt später an vom Zahn, also eine grosse Rasse. Das habe ich selber bei unseren jungen Schäfer gesehen, Friede von vom Zahn. Und es ist eigentlich verrückt, wenn man erst so einen jungen Hündchen so früh eine Vollnarkose macht. Ich sage dann immer, getrocknete Ochsen ziehen wir geben. Knochen vom Metzger, die nicht splitten. Ritzknochen, Kalbsknochen sind zu weich für das, was richtig so rumrücken, diesen Zähne oder Hirschgeweiß ideal. Beim Zahnwechsel. Und was auch wichtig ist, dann, wenn der Zahnwechsel durch ist, dass man auch immer die Zähne kontrolliert, hat der Hund eine Zahnentzündung oder Zahnstein und sonst einfach dann müsst zum Tierarzt gehen, um den Zahnstein zu entfernen.